Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, ist es soweit, Let's Play LS17, geht in eine neue Runde Holz, und zwar Start Autoloaded auf der linken Seite. Wir holen uns jetzt natürlich das, was wir so schön in der letzten Folge alles hier gefällt haben, Holz, einfach nur massig Holz. So, rechte Seite, kannst du gleich weitermachen hier, zack, 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 hau auf die Stämme. Das kann es aber nicht gewesen sein. Du musst auch die noch mitnehmen. Manchmal weiß ich nicht genau, wo er anfängt. Aber gut. Guck mal, schon fast eine Anhängerladung voll und nur hier vorne ein bisschen was gesammelt. Genau, das passt schon, ne? Stopp, Autoload. Bringen wir die erste Ladung weg. Wollen wir mal gucken, was wir heute an Geld. Heute ist Zahltag. Holzzahltag. Wir müssen natürlich trotzdem häufiger mal gucken. Wahrscheinlich mit F1. Rechte Seite ist aktiv. Wir brauchen die linke. Und Start abladen ist Taste X. Und jetzt gucken wir mal, was wir für so eine volle Ladung bekommen. 40.000 haben wir jetzt. Einfach alles hier reinschmeißen. Und Zahltag sehen wir knapp, ne? 19.000 mehr. Sehr schön. Wir bleiben einfach mal auf der linken Seite, versuchen wir mal. Dann könnten wir das nämlich wegnehmen. So, zwischen 1000 und 200 kriegen wir so pro Stamm, je nach Dicke, je nach Länge. Oh, zack, schnappt das mal auch hier. Sehr gut. Nächste Ladung gleich gesammelt. Wollen wir heute nur ein bisschen sammeln, ne? Das, was wir in der letzten Folge an Holz produziert haben. Ich weiß, eigentlich wäre es vielleicht sinnvoller, den Vollernter jetzt noch wieder weiter zu nutzen, solange wir ihn noch haben. Aber ich dachte ein bisschen, ne? Bringen wir doch mal ein bisschen was auch an den Mann hier zum Sägewerk. Das Geld können wir gut gebrauchen. Ein bisschen mehr finanzielles Polster wieder haben. Ist auch immer beruhigend. Unser neuer Traktor vor allen Dingen auch das erste Mal so richtig im Einsatz. Macht sich ganz gut. Kämpft sich hier locker über die Stämme rüber, was der Anhänger hier nicht mehr schafft. Das reicht dann auch schon. Mehr kriegen wir jetzt eh nicht mit. Stopp mal mit Autoload. Machen wir gleich Auto-Upload. Ja, das ist eine dicke Fuhre. Das könnte sogar ein bisschen mehr als 19.000 bringen, oder? So, Sägewerk, hier hast du. Ja. Ja, 22.000. Das geht aber schnell, ne? Okay, ist, falsche, nee, ist doch die falsche Seite. Wir haben es doch jetzt auf der linken Seite aktiv. Ich dachte, wir lassen das erstmal so, dann brauchen wir nicht die ganze Zeit immer dieses Anzeigenfenster sehen. Das nervt doch. Schmied ruft da immer rauf damit. So, den will er nicht, ne? Sind wir ein bisschen dumm drüber gefahren. Ich weiß auch nicht genau, wo der Sammelträger ist. So, hat er ihn erwischt. Weiter, weiter, weiter. Nächste Ladung, ja. Holzi, Holzi, Holz. Sollte beim Aufladen aber nicht zu schnell fahren, weil wir sehen, dann landen die zu weit hinten. So, das ist zu viel. Wir sehen, die Hälfte haut uns wieder runter hier. Na gut. Ist der Preis vom Holz schon gesunken? Nö, ne? Ich glaube, Holzpreise sinken nicht so schnell. Hoffe ich zumindest. Für uns. So, jetzt nehmen wir mal den ganzen Kram mit, der hier so unterwegs rumliegt.
Aber wie gesagt, wir müssen, wenn wir aufladen, ein bisschen langsamer fahren, weil das Holz uns zu weit hinten rausfliegt. So kann man es auch ein bisschen steuern, glaube ich. Ob wenn, also wenn man doppelte Länge macht, je nachdem, wo man hinfährt. Hä? Oh, da ist ein großer Stumpen im Weg. Habe ich nicht richtig geguckt. Guck mal, das hier noch, kriegen wir noch. Viel mehr ist es aber nicht, was wir drauf kriegen. So, ein schönes Stück hier, das wollen wir mitnehmen, das bringt viel Geld. Schon 2000er Stück. Gut, Anhänger voll, würde ich behaupten. Wir fahren mal wieder Richtung Verkauf. Ladung Nummer 4. Also den einen werden wir wahrscheinlich unterwegs noch verlieren, wa? Jo, jetzt hat er sich gelöst. Eine Spanngurte spare ich mir. So, und spätestens jetzt wissen wir sowas von, das hat sich gelohnt. Also 80.000 Einnahmen haben wir schon knapp gemacht. Und das mit meinen geschätzten 150.000 kommt ganz gut hin. Und solange wir den Vollernter noch haben, mal gucken, wir kriegen ja auf jeden Fall noch zwei Anhänger da nochmal locker raus. Hier alleine das hier ist eine ganze. Ja, sammeln. Ist zu weit weg. So, alles gutes Holz. Kleine Stücke oben rauf. Die fallen vielleicht dazwischen. Der eine hängt da leider so quer, deswegen zittert das hier vor sich hin. So, next one. Das läuft auch hier wie am Schnürchen, ne? Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob wir jemals hier in unserem LS17 Let's Play in so kurzer Zeit so viel Geld verdient haben. Weder mit Mischfutter, ne? Noch mit sonst was. Haut den Wald klein, holt euch einen Autoload-Anhänger und man kriegt erstmal ein schönes Startkapital. Um sich wieder weitere Sachen zu kaufen. Hier liegt noch so viel. Ja, genau. Mal richtig schön hinfallen hier. Dann passt da auch mal ein bisschen mehr auf den Anhänger. Dann kriegen wir noch mal eine richtige teure Ladung hin. Der Traktor ist stark genug, der kann es locker ziehen. Gut. Mehr geht nicht. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht über Stumpen fahren. Vielleicht nicht zu schnell rasen. Und dass die Holzer sich hier nicht wieder raus. Nicht alle wieder rausrutschen. Oh oh. Irgendwas hat sich da komplett verkeilt. Sehr schön. Alles kurz vorher verloren. Oh, nee, im Ernst.
Ja, kann mal passieren, ne? War jetzt nicht so lohnt, die Ladung. War ein ganz, ganz bisschen zu gierig. Ja. Ja, aber ne, ich fahre die jetzt nicht da hinten wieder hin, um den ganz voll zu machen. Hm, 172.000. Cool. Wenn wir das nochmal zwei, drei Folgen machen, ne? Dann können wir uns tatsächlich bald einen Häcksler leisten. Nach der nächsten Ernte. So, wie viel Holz haben wir noch im Wald? Eine Ladung, zwei Ladungen. Ein bisschen rundherum hier einmal über dein Feld fahren, wie auch immer es genau gehört, ich weiß es nicht. So, hier gibt es noch ein paar schöne Stücke. Immer ruf damit. Wieso will er den denn jetzt nicht? Manchmal hat er es, ne? Das geht noch, der Kleinkram hier, und dann reicht das. Jo, passt. Jetzt mal bitte nicht alles wieder rausruckeln. Ja, hier steckt richtig Geld im Wald. Also drüben noch die Seite, das Mittelstück hier, 300.000, können wir bestimmt hier rausholen. Da haben wir eine 500.000. Würde ich sagen, machen wir noch ein paar Folgen Forst in Zukunft. Gut, ne? Wenn der Wald erstmal abgeholzt ist, dann war es das natürlich. Muss man sich Gedanken machen, ob man da stundenlang die Bäume wieder nachpflanzt oder... Okay, ist dann so. Das Geld hat man rausgeholt, der Wald ist ein bisschen kahl. Stumpen hier ohne Ende. Es dauert auch fast genauso lange, das alles einzusammeln, wie alles zu fällen. Diese kleinen Mini-Picker hier, ne? Kleine Stickies. Ja, sammeln. Irgendwie nicht an, ne? Sammelfunktion war aus. So, die letzten drei, vier Stücke hier. Zwei noch. Dann haben wir alles aufgesammelt. Jo, alles weg. Sehr schön, alles sauber. Und danach geht's weiter da hinten, ne? Dann kämpfen wir uns da einfach noch mal rum. Und wir haben mal locker 150.000 Einnahmen gemacht. Ich habe ganz gut geschätzt. Ne? Hier ist noch ein kleiner Rest. 150.000 haben wir schon. Plus das hier. Kleiner Bonus. Damit haben wir den Vollernter locker mal miettechnisch wieder reingeholt. Zack, 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 zack. Sehr schön. 210.000. Gutes Ding, um zu sagen, der Vollender muss wieder in Einsatz. Was ich aber auch, glaube ich, noch ganz vergessen hatte. Pflanzenwachstum müssen wir wieder auf sehr schnell ruhig machen, damit das unser Feld hier vorbereitet. Und was ist hier eigentlich los? Da wir die Geschwindigkeit ja auf normal 1 hatten, ist der Anhänger noch gar nicht ganz voll, wa?
Aber fast. Und wie viel ist hier noch? Oh, 15.000 Silage, 80.000 Gras, 50.000 Stroh. Also da kommt noch mal ein bisschen was raus. Ne? Fast eine Anhängerladung voll. Deswegen können wir die eigentlich auch noch verkaufen. Dann war heute Mega-Zahltag. Ja, nochmal 54.000 Mischfutter. Das sind auch nochmal fast 50.000 Einnahmen. Also wenn die letzten drei Folgen, die letzten beiden Folgen eigentlich, ne? Ja, ich meine, okay, das hier muss, das hat ja länger gedauert, das erstmal hier vorzubereiten. Dass wir Mischfutter produzieren und das entspannt nebenan verkaufen können. Wir können es auch beim Bahnhof verkaufen, da kriegen wir vielleicht sogar noch einen Euro mehr. Das ist natürlich auch mehr Kutscherei. Und so ist auch nicht schlecht. Jo, plus 46.000, Klappe zu bitte. Jetzt kommen wir hier nicht, kommen wir hier nämlich nicht wieder raus. Das ist bei dem Anhänger sowieso immer ein bisschen blöd, dass es so lange dauert, bis die Klappe wieder zu ist. Vielleicht müsste man einfach hinten dann den Kornschieber aufmachen. Dauert zwar länger vom Entladen, hat man aber das Problem nicht. Ja, Silage können wir uns den Rest noch mal holen eigentlich später von der Biogasanlage. Den lassen wir hier stehen, das dauert ja noch ein bisschen. Wir haben auf jeden Fall noch Mietzeit, die wir dann nutzen werden hier, um in der nächsten Folge, ja, wir können ja noch mal versuchen, in der nächsten Folge haben wir wieder 15 Minuten Zeit, aber es sind viele große Bäume, unseren 28 Bäume wieder zu schaffen. Gucken. Ich danke fürs Zuschauen, hoffe, die Folge hat ein bisschen Spaß gemacht. Ihr hinterlasst ein Like und einen Kommentar. Bleibt dabei und ja, ne? Schönen Tag noch, schönen Abend und tschüss.